Es ist ein Bauernhof, der ganz typisch für unsere Landwirtschaft ist, nämlich erfolgreich unterwegs, vielfältig aufgestellt. Der Unternehmer sagt, was für ihn gut ist, was er züchten will, was er aufziehen will, was er pflanzen will. Ein echt gutes Beispiel, das aufzeigt, dass der Staat sich zurückhalten kann, weil so gut Landwirtschaft betrieben wird. Der Staat braucht nicht mit Initiativen eingreifen zu wollen. Die beiden Initiativen, die anstehen in jetzt zwei Wochen zur Abstimmung, die Fairfood-Initiative und die Souveränitätsinitiative, die müssen abgelehnt werden. Die würden beide dazu führen, dass der Staat kontrolliert, mehr kontrolliert. Über die Mehrkontrollen entstehen Kosten. Die Kosten treiben die Kompetitivität, die Wettbewerbsfähigkeit in eine falsche Richtung. Und wir würden den Bauern und der Bauernschaft einen schlechten Dienst erweisen, wenn wir die Initiativen annehmen würden. Also sind wir stolz auf das, was die schweizerische Landwirtschaft ist, nämlich eine Biolandwirtschaft auf der einen Seite, eine produzierende Landwirtschaft auf der anderen Seite, über die Direktzahlungen gestützt, eigene Leistungen an den Markt, kostenoptimiert, mit Herzblut, mit Passion, mit Fantasie, mit Unternehmerwille. Und das ist das, was ich befördert haben will. Und deshalb kann man am Sonntag, den 23. September, mit gutem Gewissen sagen, Nein zu Fairfood und Nein zur Souveränitätsinitiative.